Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur Sowjetkampagne von Alarmstufe U2. Jo, einen Tag später nach dem Sport, wie ich es gestern auch vorhatte, aber vor der Badewanne. Das heißt, seid froh, dass YouTube keine Gerüche mit übermittelt, ne? Weil, ne, ich habe halt noch nicht geduscht. Oh, was ist das denn jetzt hier so am Laggen? Ich habe jetzt gerade irgendwas am Updaten, weil, wie gesagt, frische Windows 7 Version. Ich habe natürlich noch nicht alle Updates installiert, ist ja klar. Kann sein, dass es jetzt zwischendurch mal so ein bisschen hakt. Ich hoffe nur nicht, dass er automatisch neu starten wird. Aber wir werden sehen. Wir haben übrigens den 15.02., einen Tag später, um 7:45 Uhr in der Früh. Und ja, ich würde sagen, wir laden einfach mal den letzten Einsatz in der dritten Mission, wo wir mal ein bisschen für Yuri tätig werden dürfen. So. Da sind wir schon. Was bist du? Ein Radar. Fahrzeug berichtet. Ja, komm mal, wir sind direkt mal hier fertig. Oh, da unten sind direkt schon wieder hier Ölmoppets. Die möchte ich natürlich sehr gerne haben. Was war der? Achso, ja, stimmt. World Trade Center. Ich muss das Forschungslabor einnehmen. Das war genau der Plan. Richtig, richtig. Machen wir erstmal eine Raffinerie Produktion fertig. Läuft. Danach eine Kaserne. Achso, ich hätte hier. Ach, guck mal. Stand das vorher auch schon da? Energie 300, Auslastung 50? Okay. Ich bin nie so aufgefallen bei den Alliierten. Habe ich da eigentlich. Ja, okay, ab und zu habe ich. Habe ich da ein anderes Kraftwerk mal gebaut? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Als ob das schon 3 Jahre her wäre, als ich das letzte Mal gespielt habe, ne? Traurig, aber wahr. So, ja gut, der Weg ist relativ weit. Wir haben aber wahrscheinlich genug Zugänglichkeiten. Wir könnten wahrscheinlich um jede Ecke kommen. Es sei denn, das ist wieder irgendwo Wasser. Aber gut, schauen wir mal. Plan ist erstmal, ich will eine Raffinerie bauen. Dann eine Kaserne. Dann die Dinger hier einnehmen, einfach nur damit ich mehr Ressourcen bekomme. Werde da wahrscheinlich auch direkt nochmal ein Verteidigungstürmchen. Komm, auf den Krater. Zack. Werde dann wahrscheinlich direkt nochmal Produktion läuft. Ein paar Geschütztürmchen oder sowas in der Richtung bauen. Waffenfabrik und dann können wir eigentlich schon loslegen. Produktion mit anderen Produktionen. Neue Bauoptionen. Müssen wir nur mal schauen. Tesla-Truppe habe ich schon. Geil. Gefällt Training. Mir. Und Flak-Truppe. Ah, ja. Also die Flak-Truppe, da sind jetzt natürlich nicht nur Flak-Einheiten. Einheit bereit. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Überprüfung läuft. Aber, die können halt auch Flak. Und das ist das Schöne. Ach, guck mal, kann ich direkt nochmal einen dritten bauen? Training. Nein, keinen Rekrut, Entschuldigung. Gestoppt. Da ist noch Training. Einer. Analyse der Diagramme. So, direkt repariert? Selbstverständlich nicht. Darf ich dich reparieren? Ich darf dich reparieren. Schön. Das freut mich wirklich. So, weil das ist, glaube ich, schon mal eine sehr gute Einkommens... Oh, mega. Weil das werde ich direkt auch nochmal direkt machen. Produktion läuft. Weil ich kann das Gehäuse hier bestimmt bestücken. Und das ist immer eine sehr gute Verteidigungsmöglichkeit. Hilft zwar jetzt nicht gegen Lufteinheiten, aber hey. So, vielleicht ist auch nochmal ein zweites Gebäude. Gucken wir gerade nochmal. Ja, komm, wir bauen auch nochmal. Nee, ich warte erstmal auf die Waffenfabrik, dann baue ich erstmal eine zweite Erzraffinerie. Das ist, glaube ich, gar nicht so sinnlos. Okay, Flak selbst kann ich jetzt nicht bauen. Ich habe die Raketenmopeds, kann ich nur bauen, wenn ich wahrscheinlich hier diesen Radarturm habe. Aber mal gucken. Aber es macht Bock, echt, ey. Ich bin so froh, das einfach wieder zu zocken, ne? Ich habe mich da echt drauf gefreut, auf die Kampagne. So, die klatschen wir mal hier hin. Nein, dahin. Neue Bauoptionen. Es war eine hervorragende Entscheidung. Scheiße. Kamerad General. Sie müssen Ihre Psychokommandos mehr in Richtung Feind bewegen. Ihre Überzeugungskraft wird eine große Hilfe sein. Aha. Mein Befehl. Psychisch bereit. Ihr Wille ist mein Befehl. Der Geist. Was ist das denn für geile Einheiten? Psychisch bereit. Wow. Psychisch bereit. Okay. Ich kenne Ihre Gedanken. Ach, die muss ich dann... Selbstständig auch noch. Okay. Da will ich Probleme mit haben. Produktion oh, vor 2 Raketenwerfer. Schön. Training. Wir bauen einfach mal prophylaktisch mal 5 von den Dingern. Bauen wir lieber 8 in Summe. Oder 9. Ach komm, wir können auch 10 machen. Zack. Ich weiß ja nicht, ob hier vielleicht irgendwelche Leute vorhaben. Irgendwie. Darf ich die Einheit auch? Bereit. Das darf ich damit leider nicht machen. Wahrscheinlich ist der eigentliche Plan. Könnte ich mir vorstellen, dass ich die Einheiten alle übernehmen soll. Ich weiß aber auch nicht, gehören die mir dann dauerhaft oder war es jetzt überhaupt sinnvoll, einen zweiten Sammler zu bauen? Weil das Erz ist hier
Ich sag mal, recht überschaubar verfügbar. Aha! Aha! Das ist ja mal interessant. Wie geil ist das denn? Das sind geile Teile. Doch, ich mag die. Einheit bereit. Gut, die Lufteinheiten werden sie mir hier jetzt nicht helfen können. Vermute ich mal ganz stark. Ich werde jetzt erstmal die Verteidigung ein bisschen ausbauen. Komm, machen wir mal 15 von denen hier nochmal. Nehmen das direkt auch mal mit ein. Hier, zack. Warum kann ich das zerstören? Nein, ich will das einnehmen. Ach, okay. Ich brauche auch nicht so viele bauen. Gestoppt. Wenigstens habe ich einen Job. Bereit. Oh, wo sind meine Rekruten? Das fehlt mir hier ein bisschen, dass ich jetzt leider keine Einheitentypen auswählen kann. Dass ich jetzt zum Beispiel nur die Rekruten haben möchte. Ja, okay, du bist Mr. Rakete. Einheit bereit. Ja, ist schon in Ordnung, komm. Einheit verloren. Wow. Was habe ich getan? Ach so, jeder kann nur einen. Ach so. Haha. Ja, ist ja wiederum nicht so geil. Ja, keine Ahnung. Einheit verloren. Ja, pff. Ich meine, besser als nichts, ne? Aber schade. Ich dachte, ich könnte mir daraus jetzt komplett eine Armee machen. Natürlich wäre es overpowered. Aber hey, es ist Command & Conquer. Ich muss schon sagen, also das Balancing, ne? Das muss man wirklich sagen, ist deutlich ausgeglichener als seinerzeit beim ersten Teil von Alarmstufe Rot. Ja, sonst kann ich auch nichts machen. Ich werde es auch gleich mal einfach mal mit ein paar Panzern einfach mal ein bisschen die Gegend erkunden. Friss hier erstmal kein Brot. Einheit bereit. Dann könnte ich mit einer Flakkanone, könnte ich... Ach, scheiße, ich muss ja eigentlich natürlich ein bisschen Flaks auch noch sorgen, ne? Boah, was die aber für eine Reichweite haben, wenn die in den Gebäuden sitzen, ne? Das ist echt eine geile Sache. Komm, ich muss hier erstmal hier ein bisschen mal... Ja, das ist das Nervige, wenn die Sammler sich bewegen müssen. Weil die gehen dann immer in meine Einheiten rein. Nee, bleibt da schön drin. Ist der voll? Nee, da passen noch welche rein. Dankeschön. Ah, da ist noch einer. Guck mal hier. Zack. Fertig. Einheit bereit. So, einfach ein kleiner Maler bauen. Ne? Standard halt. Ja, aber hier ist, ich glaube, das ist schon echt ganz gut hier. Ich muss nur aufpassen, dass das Gebäude nicht immer in Fratze geht. Oh, da kann ich eigentlich auch mal reparieren. Reparatur läuft. Das kann ich nicht reparieren, das kann ich nicht reparieren. Bereit. Oh, ich muss niesen. Entschuldigung. Oh, sorry. Es tut mir leid. Ich konnte mich nicht so schnell stummen. Ja, Psycho-Leute, weiß ich nicht. Also, ist zwar nice, wenn ich mal dann so eine Einheit haben kann, aber... Ne, der Dreh ist auch nicht mein Leben. Na ja, gut, okay. Ich muss hier vielleicht ein bisschen aufpassen, ne, wenn die mit Marineeinheiten um die Ecke kommen wollen. Sollen wir auch mal ein paar V2s mitnehmen? Ich glaube, das machen wir gleich auch. Die werden dann eine andere Gruppe haben. Ich glaube, ich werde eh alle Einheiten, die ich habe, gruppieren. Einmal für die Vorhut, dann für die Flaks und zu guter Letzt für die V2s. Für die Fernkämpfer quasi. Einheit bereit. Machen wir hiervon auch nochmal 3 Stück. Ja, okay, nehmen wir. Na, 3 reichen, glaube ich, oder? Machen wir 4, komm. Was soll der Geiz, ne? Was kostet die Welt? Ich glaube, die Dinger geben echt gut Kohle, ey. Dufte Sache. Einheit bereit. Kann ich die Spielgeschwindigkeit noch so ein bisschen erhöhen? Nein. Schade. Achso, ja, das ist wichtig. Verborgene Objekte möchte ich schon gerne sehen. Klar, neues System, ne? Mhm. Hat natürlich die Einstellung nicht übernommen. Obwohl die eigentlich bei Origin gespeichert sein müssten, sollten, dürften. Ach, mach er eben kaputt. Vielleicht ist da eine Kiste drin. Mit Geld. Da ist leider nichts drin. Nicht mal als Ansatzweise. So ein Scheiß. Okay. Ist halt so. Und so werden wir uns dann nämlich mit den Gegnern rumärgern, kann ich mich schon mal fleißig weiter produzieren. Nur für den Fall der Fälle, dass zum einen der Angriff vielleicht nichts wird. Oder die Erkundungsphase. Und natürlich sollte ich angegriffen werden und die sollten aus irgendwelchen Gründen hier durchbrechen. Ach komm. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Ein Marine? Ernsthaft? GI, Entschuldigung. Eben das Marine Corps. Einheit bereit. So, die Winos sind fertig. Ihr seid Gruppe 1. So. Welch mit euch. Alter, mit Infanterie, ey, das ist aber echt arm. Tut mir leid, dazu sagen zu müssen, aber... Ist echt nicht so clever.
Wenn ich jetzt keine scheiß Brücke gleich habe, die gleich kaputt ist, ne? Da habe ich keinen Gas drauf. Einheit verloren. Oh shit. Oh shit. Könnt ihr das ruhig kaputt machen oder so. Was habe ich denn gerade für eine Einheit verloren? So ein Psychotypi? Also sie haben auf jeden Fall jetzt schon mal die Flakpanzer. Flakpanzer können die Raketen der V2s abschießen. Das ist ein bisschen scheiße. So, also die Gruppe 2. Macht, glaube ich, auch keinen Sinn, wenn ich meinen Flachs dann irgendwie vorne wegfahren will, ne? So. Das mit den Ölbohrtürmen hier übrigens erinnert mich so ein bisschen auch an KKND natürlich, ne? Ist die Frage, soll ich mal nach oben lang fahren? Weil hier unten, das mit dem Gebäude scheint das auf jeden Fall eine ganz gute Sache zu sein, im einen Panzerchen hier. Die kommen klar. Der V3-Raketenwerfer hat eine große Reichweite und ein riesiges Zerstörungspotenzial. Zerstörung pur. Aber lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt. Genau deswegen schicke ich ja nochmal ein paar andere Einheiten mit. Ja, weil der V2-Raketenwerfer, der war richtig, richtig böse bei Alarmstufe Rot 1. Zwei Stück, ne? Man konnte die einfach in die Basis reinschicken. Ich meine, die haben zwar nichts ausgehalten. Also, die Soldaten haben den kaputt gemacht. Panzer erst recht, Raketen sowieso. Einheit bereit. Aber für Verteidigungsdezimierung, zwei V2s, dahinter ein paar Panzer. Sobald die Verteidigung der Gegner, ja, ich sag mal, wach wird, ne? Oder so ein paar Mammutpanzer kann man ja auch nehmen. Schön als Rückendeckung. Einheit bereit. Das ist immer ganz nice. So, okay, dann würde ich sagen, versuchen wir nochmal den ersten Vorstoß. So ein bisschen freizuschaufeln hier. Dankeschön. So. Dann, auf geht's. Position bestätigt. Ah, okay. Es gibt nur einen Weg. Nun gut, dann sei es so. Auf geht's. Es war natürlich ein bisschen. Ich hab die. Ja, es hat ja super. Ich bin super vorbereitet. Ja, ja, ich bin hervorragend vorbereitet. Warte auf Order. Immer mit der Ruhe. Wenn von da jetzt natürlich Soldaten kommen, ist das ein bisschen scheiße. Weil, ja, ich kann die überfahren, okay, aber ist es das, was wir wollen? Das ist die Frage. Müssen die alle über die Brücke? Jo, alles klar. Ja, okay, das, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ich hoffe nur nicht, dass die irgendwie auf dumme Gedanken kommen. Ach so! Ne, ihr geht schön mal weiter. Lass die V2s halt machen, das kriegen die schon hin. So. Dann geht ja sie auch nicht ganz blöd, die... besetzen natürlich auch Gebäude. Ja, okay, da haben die nicht den Hauch einer Chance. Ich bin in der Zwischenzeit aber schon mal, wie gesagt... Oh, ich bin in der Basis! Ups! Macht sie kaputt! Was ist das? Ist das die Waffenfabrik? Das ist die Waffenfabrik, ne? Brauche ich die Waffenfabrik? Ich behaupte nein. Nein, zerstört nicht meine Flachs, Leute. Macht keinen Flachs. Die können wir einfach mal finden. Was ist das denn? Sag mal. Ja, okay, das ist die Waffenfabrik. Okay, ihr kümmert euch um die Waffenfabrik. Ihr da oben, um die anderen, die kommen. Ja, komm, weg mit euch. Weiß ich mit den V3? Ihr habt gearbeitet. Wo ist der dritte und der vierte? Sind die schon kaputt? Das ist traurig. Warum habe ich mich eigentlich dazu entschlossen, 6 von denen zu bauen? Das ist total Schwachsinn. Zwei reichen, so. Ja, nochmal 4 da. Ey, bist du eigentlich nur Banane oder was? Alles Banane, du Pflaume. Warte auf Order. Einheit bereit. Ja, das könnt ihr gut. Gebäude vernichten. Erstmal eingraben, dann auch Scheiße, die wollen wir überfahren. Ja, guck mal, das könnt ihr doch schon mal kaputt machen. Ihr kümmert euch da oben drum. Es ist total unklar, was ich gerade tue. Ich weiß, weil ich gerade meine Front... Darf man das so nennen, was den Chaotenhaufen, den ich hier habe? Ich glaube nicht, oder? Komplett zerreiße. Das ist total unclever. Aber hey, was soll ich machen? Gut kämpfen vielleicht. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, aber... Ist es notwendig, ist die Frage. Warum greift ihr den denn nicht alle an? Habt ihr kein Solidaritätsgefühl? Hallo, ihr seid Kommunisten. Das ist eigentlich das Mindeste, was ich erwarten würde von euch. So. Zack. So, wir können natürlich den direkten Weg einfach nehmen. Ich weiß ja aber nicht, was links und rechts noch mich erwartet.
Stopp. Ist das ein Schattengenerator da oben? Okay. Wir können ja ruhig in meine Basis versuchen reinzufahren. Aha! Hallo! Ah, die sind echt schwach gegen Panzer. Da bin ich echt froh drum. Ach, endlich mal! Guck mal! Da geht ja doch! Ihr macht das, ihr geht schon mal hier ein bisschen Luki-Luki machen. Pure Fertigkeit! Wumms! Wumms! Ja, okay, scheiße sind die jetzt nicht. Gebe ich zu, hab gewonnen. Oh, 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 oh. Ist das einfach nur Patrouille hier oder ich rall da nicht so, Jens? Hier kümmert euch um den. Hier um das Soldätchen da. Ne? Nein, zwei reichen. Ich weiß, ich produziere nur Winus. Das wird sich auch nicht ändern. Wenn ich die Produktionsreihenfolge nicht ändere, aber das, was ich jetzt hier schon mal habe, da kann ich eigentlich schon mal mitnehmen, würde ich sagen. Ah, komme ich da oben schon was entdeckt? Ah, schau mal einer, guck. Es ist ja auch alles andere als uninteressant. Weil ich sag mal, wenn ich natürlich deren Ressourcen auch schön stoppen kann. Warum nicht, ne? Kann man machen. Dann gehen die mir auch wenigstens auf den Sack. Den da kaputt. Und da geht down. So, aber damit, die Nachhut ist auch da. Hervorragend. Verstärkungen sind eingetroffen.